Herzlich willkommen hier zu einer weiteren und neuen Folge Opazock der Factorio C-Log. Und man sieht, ich bin hier im Ladebildschirm. Das hat einen bestimmten Grund, weil Mod Version Changed Prozess. Factorio C-Log ist jetzt auch endlich auf der 0.17er Version angekommen und dementsprechend hat sich hier so ein ganz kleines bisschen geändert, die Rezepte, das heißt also die Science Pack 1 bis 3 und solche Geschichten haben sich geändert, da müssen wir dann mal reinschauen, aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein, weil wir es halt noch nicht automatisiert haben oder nicht wirklich automatisiert haben und halt aufgrund von Mischungsflüssigkeiten sind Objekte entfernt worden, das sind die Oil Boiler drüben, aber Didi ist er nicht so schlimm. So, also, wir haben natürlich hier noch ein paar davon. Gib mal alle her. Wir müssen vielleicht nämlich hier nochmal ein bisschen mehr reinhauen. Das sind die Basic Circuit Boards, das sind die Electronic Board. Da fehlen Eisenplatten. Bitteschön. Achso, oh, hier haben wir ja auch schon 100. Alles klar. Die können nicht mehr hergestellt werden, weil Carbon. Ja, gut, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Das läuft auch alles. Okay, das funktioniert noch nicht. Geht die Textnachricht jetzt hier unten auch wieder weg? Das hier war doch Carbon, oder? Ja. Gut, genau, hier sind halt die Oil Boiler verschwunden, aber wir waren ja hier oben dran dabei, das hier zu machen. Pass auf, und du hast eine Herstellzeit von 4. Von 4 aus 9. Beziehungsweise 10. Steht es aber 12 in 4 her. Könnte man sich überlegen. Nee, muss man eigentlich nicht. Gut, dementsprechend läuft das hier unten ja noch nicht so prickelnd. Aber egal, da werden wir jetzt mal schauen. Wir haben natürlich jetzt hier das Raw Vegetable Oil. Und werden uns jetzt mal hier drüben hinbegeben, weil wir waren dabei. So, dich hatten wir. So, Raw Vegetable Oil. Genau, das haben wir nämlich hier erstmal in den Tank reingepumpt. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Kram hier erstmal wieder forschen. Weil man natürlich das jetzt hier. Oh, warte mal, habe ich jetzt hier eventuell. Nee, habe ich nicht. So, die Stahlaxt. Genau, dann. Da ist er. Stopp. Haben wir schon größere Tanks, wo wir das Zeug reinpumpen könnten? Das ist der Gastank. Den da will ich haben, den Petrochem Oil Tank. Dafür brauchen wir noch ein bisschen was. Oder haben wir zufällig noch einen im Inventar? Haben wir nicht. Nein, da komme ich nicht durch. Vor allem hier ist es auch wieder richtig laut. So, wie sieht das hier aus? Na, da. 210. 1,6. Mhm. Stromtechnisch. Mhm. Gut, das hier
staut sich auch. Du nimmst Tinmatt-Border. Ne, wir müssen gar nicht hier hin, oder? Das war doch irgendwo hier weiter unten. Hier. Zufällig irgendwas Brennmaterial technisches dabei. Ne, muss ich mir merken. So, den Kram nehmen wir mit. Ich hoffe, zumindest einer ist schon mal fertig, wenn wir unten ankommen. So hinstellen. Bronze Pipe haben wir nicht mehr dabei. So, und den könnten wir theoretisch so hinstellen. So, hier du da mal daran. Du mal daran, weil das brauchen wir ja halt ein bisschen häufiger. Vielleicht hier unten ein paar Flitzwände ran. Vielleicht da noch ein paar Strommästen ran. Ja, die brauchen wir auch immer wieder. Die brauchen wir immer wieder und die da oben brauchen wir auch immer mal wieder. Ansonsten brauchen wir aktuell nichts. Ich würde ganz gerne diese ganze Geschichte hier unten wegreißen mit den ganzen Algen. Ich würde das ganz gerne komplett über die Dings machen. Dazu bräuchten wir vielleicht jetzt nochmal so eine Geschichten. Ja, sowas wäre nicht schlecht. Aber eigentlich eher irgendwas, womit wir mal die Monster bekämpfen könnten. Vernünftig. So, du brauchst. Ne, die haben sich doch nicht geändert und die haben sich auch. Ja, guck mal uns später mal an. Wichtig ist jetzt halt erstmal. Ich hab's vergessen. Kupfer. Weil wir haben jetzt hier eine Kupferleitung von. Was? 4600 sind da schon drin? Geht's nämlich so lang. Langsam aber sicher in so eine Gefilde, die wir nicht mehr gebrauchen können. Kisten. So, du machst mir mal bitte Kupferuntergrund, du machst mir mal bitte Kupfernormal, das heißt, du machst mal hier bitte 4 Stacks, Shift rechts, Shift links. Dann brauchst du diese, du brauchst diese, du brauchst diese und du brauchst noch diese und du brauchst das auch noch. So, mal gucken, wie wir da mal so ein bisschen was rüber bekommen. Ich denke mal, das ist so die einfachste Variante hier. Du willst Pickup von da und willst Dropteil nach da, ne? Von da und ob dann noch da. Warte mal, du hast Offset da.
Okay, du gehst nicht. Pickup von da, drop dann nach da, Offset da. Genau. So machen wir das. Könnt ihr da mal ganz gemütlich ein paar Rohre produzieren? Und die kann ich mir dann da ab und zu mal abholen. Sehr schön. Haben wir das? Ich gucke mal, ob ich hier noch einen Schluck zu trinken habe. Habe ich noch? Weil die Rohre braucht man halt doch immer und immer wieder. Wie gesagt, da können wir nachher nochmal vorbeilaufen. Okay, diese beiden Arme hier. So wie diese beiden Arme hier sind leicht überlastet. Wie sieht das mit der Produktion dann hier aus? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Vermutung, ich meine, wir haben jetzt ja zum Glück noch nicht so ganz so viel hergestellt. 1000 Stück. Aber ich denke mal, dass es Sinn machen würde, ordentlich ein bisschen Stahl. Ich glaube, das habe ich sogar in der letzten Folge erzählt, dass wir da mal eventuell ein bisschen mehr rein basteln müssen. Müssen wir mal schauen. Wo laufe ich denn hin? Davon brauchen wir definitiv auch welche. Dann brauchen wir hier noch Filtration Units. Nein, sind die da mit dabei? Nein, sind sie auch nicht. Nein. Filtration Units. Brauchen wir sogar noch Ölraffinerien. Aber wie gesagt, das werden wir dann halt alles sehen. Das werden wir alles sehen. Das schauen wir uns mal an. So, genau, da kommt nämlich da auch das Base Mineral Oil und sowas alles raus. Ich meine, wir könnten ja.
Prozessor, da ist er. Wir könnten das ja aus Gründen des Testes mal etwas weiter hier ansetzen, weil das Zeug kriegen wir da ja wieder raus. So, die prügeln natürlich jetzt hier ganz schön weg. So, die können einfach nicht laufen, weil das Ding einfach voll ist. Die laden jetzt alle nach und nach hier aus und dann gucken wir mal. Wie das dann hier unten mehr oder weniger funktioniert. Genau, weil du hast da ja genug. Hier unten bekommt nicht genug. Wie sieht das aus mit der Presse, 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 Presse? Wo ist die Presse? Da. Die könnten wir dann theoretisch eventuell irgendwie so aufbauen. Und hätten dann. Wir hätten ja bis hier einen Platz. Ich muss mir mal hier so eine Markierung legen. Und dann könnten wir ja hier neben, neben. Sage ich mal so, die Tanks ransetzen, weil daneben kommt dann die zweite Farm. Oder dritte, oder vierte, oder fünfte. Könnte man die nämlich hier in der Mitte schön verbinden. Das würde passen. Oh. Das heißt, einer auf die Seite. Einer auf die Seite. Wie gesagt, dazu müssten wir dann halt jetzt erstmal schauen, ob dann produktionstechnisch dort genug ankommt. Wir können es aber erstmal so planen und können ja die auch nach oben hin noch erweitern. So, dann haben wir natürlich absolut keine blaue Knickarme. Hallo? Okay, dann sollten wir vielleicht uns dann doch in die Richtung begeben. Okay, das ist natürlich jetzt ein wenig blöd. Oh ja. Geht natürlich bedeutend schneller.
Für was war diese hier da? Die war einzig und allein. Nein, war sie nicht. Shit. Hat er gut gemacht, der Ober. Zinnmatroh da drin. Gibt es da mehrere Rezepte? Mal, was brauchst du? Du brauchst Zinnmatroh. Nein, brauchst du nicht. Das war schon richtig so. Nur die Verbindung. Ach so, wir müssen da einmal darüber. Verbindung muss nämlich dahin. Habe ich jetzt nur natürlich hier unten eventuell den Strom abgeknapselt. So, dann dürft ihr wieder weiterlaufen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde auch sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.